Und damit sage ich herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Black Flag. Wir haben in der letzten Folge angefangen, halt Nassau ein bisschen zu durchkämmen. Haben Nassau ein bisschen entdeckt. Und ihr seht, Aussichtspunkte haben wir Mission completed. Jetzt sind wir hier an der Stelle. Und machen in der Hauptstory weiter, wie wir aufgehört haben. Denn hier ist es. Sequenz 3. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Hi! Grün von Neid war und das Schiff größer ist als seines. Das ist, was daneben stand, war nämlich seins gewesen. Das kleine Ding, was so daneben ist. Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Genau, wir können R1 gedrückt halten. Das wäre eine schöne Beute. Gut. Dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität. Und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen willst. Das verzaubert einfache Gemüter, du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten, dass du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. Feuere nach Belieben. Und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie nicht. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Auch wenn das möglich ist. Manövrierungsfähiges Schiff. Unfähiges Schiff. Bäh. Wenn ein Schiff brennt, ist es manövrierunfähig. Sie können dann entweder nahe heransegeln und Kreis drücken und es zu ändern und zu versuchen, seine gesamte Fracht zu plündern, es beschießen und versenken, um die Hälfte der Fracht zu erbeuten. Natürlich wollen wir das Ganze mit so kleinen süßen Dingen da entern. Weil wir brauchen ja immerhin die ganze Beute. So schnell kann man halt ihn drehen. Que tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Okay, so geht das also. Also ihr habt gesehen, 5 von 5. Es wird nie die ganze Crew getötet. Also es bleiben ja immer welche über. So, und damit versinkt das gesamte Ding in der Karibik. So. Segel setzen! Das ist ein komisches Gefühl, mit so viel geraubter Fracht an Bord zu segeln. Gewöhn dich dran.
Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. Schnappen uns die da jetzt. Also zu schön. Zu feuern, Sir! Position! Der Berger! Da fehlt sie ran mit aller Kraft! Ihr habt gesehen, manchmal hat man so eine kurzen, hübschen. Die Männer kraft und da kommen sie aus dem Lager raus. Ui, aus dem Lager gefallen. Schade, den haben wir schon wieder nicht. Wir brauchen noch einen Gegner. Noch einen müssen wir. Und das war's. Ach, 50. Ladung geplündert. 50 von 60. So, Schiff entern. Was soll mit dem Schiff geschehen? Jack Door reparieren. Guter Fang heute, Camry. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr. So, jetzt können wir jetzt werden wir darauf hingewiesen, bitte einen. Ja, hier haben wir die Karte. Ihr seht. Und noch alles weiter unentdeckt. Und ihr seht, natürlich gibt es hier wieder schwere Gebiete. Ihr seht ja, sind einzelne Dingern abgesetzt. Aber man sieht auch die schweren Gebiete daran. Wir haben hier wieder Forts einzunehmen, meine lieben Freunde. Das heißt, das Assassin's Creed wird auch wieder ein langes Ding werden, da wir zusammen dann wieder gesamt die ganzen Forts so Stück für Stück einnehmen werden. Wir werden uns immer so langsam voranarbeiten. Wir fangen dann halt mit den einfachen Forts an, gehen dann auf die Zweier über und auf die Mitteldinger und dann zu Levels kommen natürlich die Dreier. Aber ihr seht, Kingston ist halt in so einem heftigen Gebiet. Gut, hier haben wir gerade noch so ein Mittelding. Also das werden wir dann noch machen. Kingston ist halt wieder so ein Hauptding. Ihr seht das da. Die Tierwelt ist auch nicht schlecht. Ja, also dieses, was ich halt als hier diese weißen Sachen, das sind halt schon entdeckte Orte, beziehungsweise Geschichte. Da spielt sich die Geschichte halt. Da waren wir halt geschichtsmäßig. Und jetzt werden wir darauf hingewiesen, bitte hier hinzusehen. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Nach ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, ha? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Da kann man sich auch so ein bisschen die Orte anschauen, die so in der Nähe sind. Ein Jahr, ihr wisst, was damit gemeint ist. Wir haben in einer kleinen Rückblicksequenz gesehen, dass der gute Jack eine Freundin hat, eine Frau. Und die hat ihn gebeten, bitte nach einem Jahr wieder zurückzukehren. Was Jack ihr natürlich nicht ausgeschlagen hat und gesagt, ihr versprochen hat, dass er in einem Jahr wiederkommt. Oh, wir müssen hier nicht reinkommen. Segel einholen! Das haben wir ihm versprochen. Und nach einem Jahr wollen wir halt zurückkehren. Und unsere eigentliche Idee ist ja, mit einem dicken, fetten Schiff voller Gold zurückzukehren. Hebt den Wind nach!
Segel bergen! Alter. Gib mir etwas Fahrt! Ich will nie wieder von dieser Seite hier rein, ey. In die Wand einholen und aufgehen! Bringt den Kahn zum Stillstand! Gut gesungen, Männer. Ich danke. Lasst uns den Wind reiten. Nein, jetzt nicht. Wir müssen hier ransegeln. In die Wanden, alle Segel reffen. Andocken. Alle klar zum Bergen. Salt Cape. Aha. Ausrüstungsplanung. ¿En qué le puedo ayudar? Jo. Kaufen. Tractor Upgrade. Und das... Was können wir jetzt hier upgraden? Irgendwas mit Rumpfstand da. Da. Okay. Zucker können wir verkaufen. Wow. Jetzt können wir Rumpfausbau machen. Ach Mann, Frau. Wofür ist das immer wieder? Und ihr seht, was man da so alles so machen kann. Vom Abonnieren über Lagerung, über Waffen und Panzerung. Kommen Sie in der Hauptgeschichte weiter voran. Hauptgeschichte, Hauptgeschichte, Hauptgeschichte. Also am Anfang kann man noch nicht sehr viel machen, seht ihr. Wir müssen halt in der gesamten Hauptgeschichte voranschreiten, weil sonst wird das nichts. So. Genau. Perfekt. Wir haben sie abgeabt. Mission beendet. Seeleute mit Drehbäschen töten und 20 Fässer rumplündern. Okay, wir haben jetzt keine 20 Fässer rumgeplündert. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben. Wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken... Die Schiffe zerstören, steigt die Bekanntheitsrate, das werden Piraten hier angelockt, die auf... Die ein paar kleine Fische, um die Großen zu ködern. Genau. Fernrohr. Das Fernrohr ist das wichtigste Werkzeug auf See. Blicken Sie auf ein Schiff, um zu sehen, wie stark es ist, welche Fracht es geladen hat. Blicken Sie auf einen Ort, um alle dort verfügbaren Elemente zu sehen. Halten Sie R1, um es zu benutzen, bewegen Sie R, um sich umzusehen, und L, um die Brennweite einzustellen. Regel voraus! Eine Militärbrig am Horizont! Gutes Auge, Mann! Bist du bereit dafür, Kenway? Denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brick aufzubringen? Ruft ein! Na, genau das wollte ich hören. Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs. Die können ebenso rammen wie Breitseiten geben. Ich setze die Pulverfässer gegen sie ein, oder? Nein, gute Idee. Sind bereit, Sir. Feuer! Da, nur ein gut platzierter Schuss. Nachsegeln! Nimm die Rahn aus dem Wind! Feuer! Mist!
Aufgehen! Aufgehen! Was alle aus der großen Garten! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Komm uns erschrecken! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Heb den Befehl, Sir! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Der Segelmänner! Segel setzen! Feuer! Doppelte Beute! Feuer! Feuer! Alle Segel, sie verträgt das! Ah, oh, jetzt kriegen wir einen auf den Segel! Feuer! Warten auf dein Zeichen, Captain! Wir haben, glaube ich, beide erwischt? Nein. Werf die Top- und Bramsegel! Feuer! Ja! Ja, wir haben das hintere Schiff auch mit erwischt. Das heißt, wir können das hintere Schiff auch recht machen, wenn wir schon mal dabei sind. Wir haben das Schiff geändert und das Teil rum, Sektor reparieren. Wir können Papiere und Fahrt aufnehmen! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Setzt Hauptbram und Marssegel! So, aufgeilen! Nehmt Druck rechts, vom Bauch! Links ist so, so, so was Weißes. Aufgeilen! Zieht! Also und die Landratten ein! Das bedeutet, da könnt ihr... Da könnt ihr ransegeln und... Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr hier mit dem Ding schießt, dass ihr eure eigenen Dings wegschießen könnt, eure eigene Mannschaft. Kann ich natürlich auch immer überspringen. Also Kreis lässt euch alles überspringen, was ihr wollt, wenn ihr euch das jetzt nicht unbedingt anschauen wollt. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Wir gucken uns sogar um. Wir brauchen Metall. Haben wir denn hier noch ein paar Gegner auf der Karte? Ja, hier rechts. Leute. Da hinten. Ja, 65 Metall. Die kommen von hinten. Auf der links seht ihr halt, haben wir halt eine Map dazu. Haben wir die Map. Und ich mach jetzt mal Dings. Ich gehe jetzt mal vorne. Ich mache den hier. Segelreffen, raus aus der Bö! Du musst ausweichen, sie will uns rammen!
Feuer! Ja! Der Feind hat Verstärkung dabei, Captain! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Wurden getroffen, Sir! Vorsicht! Boah, ich schaffe das nicht. Ich hasse die Breaks. Ich muss immer Gambo schreien. Feuer! Ich hoffe, das war jetzt die Brücke mit dem Metall. Und nicht die andere. So eine Keilerei, bei Gott. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Einverstanden.
Also, wie werden wir unseren schlechten Ruf wieder los? Hübsches Sümmchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt mich. Gut, dann tun wir das doch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennenlernen. Gut mitgedacht. Ram- und Marssegel fest, Zungen! Könntest du verhindern, dass sie uns rammen? Öffnet die Hauptsegel! Die Torp- und Bramsegel! Feuer! Verstärkung, Sir! Sie darf uns auf keinen Fall rammen, Captain! Wir sind beschädigt! Feuer! Denken wir sie jetzt! Straß- und Torpsegelwerk! Bergen uns Kisten! Feuer! Das alle Kampfmänner! Segel setzen! Bewegung! Ram- und Marssegel fest zurück! Hätte ich jetzt verhindern können, aber ich wollte das Schiff jetzt hier mal machen. Wenn ich jetzt durch, dann renne ich da jetzt hin und warte halt. Reparieren. Und jetzt heißt es Segeln. Wofür erhalten alle Mann am Bohren hier? Sind die natürlich hinter uns her und werden uns nicht in Ruhe lassen, ehe wir vielleicht keinen Beamten gefunden haben oder halt dieses Schiff selber an sich zerstört haben. Aber der Wind ist gerade nicht ganz mit uns. Mehr so gegen uns. Und wir müssen wieder in diese scheiß Dinge einbringen. Pass auf den Ellbogen auf! Wo ist der verfluchte Hundehase? Leesegel einholen! Obersegel reffen! Los! Nimm die Kettengeschosse! Einholen! Toll. Öffnen und trimmen! Leine geben! Kräftig! Ich sagte kräftig! Alle außer Großbergen! Die Segelaufgabe! Feuer! 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 Vorbei! Sind die Haken fest? Du musst aus! Feuer! Sind bereit, Sir! Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Segel reffen raus aus der Luft! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer!
an Verstärkung, Captain! Alle setzen und schafft zum Wind ausrechnen! Gegner feuert! An Steuer, Captain, du hast uns in Stücke! Feuer! Ja! Wir wurden in Brand gesteckt! Feuer! Ja, da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Getroffen, Captain! Gegner feuert! Lass sie uns nicht ran, Captain! Rahm und Marssegel fest, surren! Feuer! Der Gegner hat Treffer hier und sie bricht! Noch ein direkter Treffer und wir gehen unter! Wir sind schwer getroffen! Wir gehen gleich unter! Rahm! Marssegel! Auf die Minen! Setz sie gegen die sie an! Aus dem Wind! Gegner feuert! Zieht sie ran, Matrosen! Checkdoor reparieren. Und das haben wir gerade schon. Das haben wir jetzt wieder ein Schiff im Arsch gleich. Da ist nämlich noch eine Brick gewesen. Mehr Ärger, Captain! Alle Segel, Bewegung! Obacht! Sieht ab! Ich versuche einfach gerade so ein bisschen aus ihrer Dings zu verschwinden. Aus ihrer Sicht. Wenn sie sich erstmal nicht wieder für uns interessieren, dann kann ich halt wieder zurücksegeln. Und dann können wir das endlich machen. Dieses nicht mehr Gesuchte. Oh, dieser Minischwimmer, der. Ich hab ein bisschen pissig gerade noch. Die Top- und Bramsegel! An die Wanden hoch und treffen! Treffen! Wo sind die verdammten Zündschnüre? Der kleine Schole da, sie geht natürlich jetzt hier und her. Aber das andere Schiff hat uns schon mittlerweile ignoriert. Aber hier der Schoner interessiert sich anscheinend immer noch bei uns. Lasst uns nicht in Ruhe. Vielleicht kann ich ja hier mal so dazwischen segeln. Oder dahinter segeln. So dass er mich dann halt nicht mehr entdeckt. Oder aus seiner Sicht verschwinden. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bau! Und Fahrt aufnehmen! An die Stagen, wir holen dich! Locker trimmen, alle Segel einholen! Bergen, alle Segel bergen, Männer! Segel setzen, Bewegung!
An die Großschote und dicht holen! Alle Segel reffen! Seht ihr? Also wenn ihr euch so hinter so eine kleine Insel halt ein bisschen stellt und der Gegner nicht jetzt wirklich hinter der Insel vorkommt, sieht uns halt nicht mehr. Ihr seht, zack, zack, weg ist er. Gib mir etwas Farb! Jetzt können wir halt wieder weiter segeln. Lasst etwas Segel sehen! Wir haben zwar oben das Symbol noch, wir müssen halt jetzt ein bisschen drauf aufpassen. Drin ist jetzt noch kein Sucherschiff, mehr oder weniger sucht. Ja, scheint sich beruhigt zu haben hier. Das heißt, wir können da jetzt hinsegeln, können die Beamten bestechen. Und da haben wir die Verfolger. Eben sag ich's noch. Schnell rein hier. Absegel raffen! Was sind da zwischendurch? Alba Windmänner! Wir nähern uns den Felsen, Sir! Top! Bram! Marssegel! Jetzt Top, Bram und Mars! Mars und Topsegel bergen! Alle Segel bergen, so, habt ihr nicht gehört? Jetzt hier nicht mal an. Wir gehen zum örtlichen Beamten, der hier irgendwo rumkursiert. Wartet kurz, ich kann euch helfen zu verschwinden. Nicht genug Gold. Das ist gerade ein bisschen doof. Gucken wir mal, ob wir hier so ein bisschen was. Wir haben doch genug erbeutet. Vielleicht können wir das ein oder andere noch verkaufen. Puedo ayudarlo. Fracht verkaufen, Zucker. Rum können wir auch die Scherbe. Estupendo, tengo so, un buen día. Jetzt haben wir natürlich genug, um nicht baden zu gehen. Mein Freund, wollt ihr untertauchen? Ja. So, unsere Bekanntmachung wurde zurückgesetzt. Quiere algo? Zu Kapitän Kajüte gehen und Breitseitenkanonen. Bewertung. Breitseitenkanonen. Jetzt haben wir mehr Breitseitenkanonen. Jetzt hatten wir 10. Jetzt haben wir natürlich 13. Ne, jetzt haben wir 10. Entschuldigung. Vorher hatten wir halt weniger, jetzt haben wir ja. Und das steigert sich dann halt so bis zu 23 Stück Munition. Warum auch immer das bin ich. Jetzt haben wir mehr Breitseitenkanonen, jetzt können wir auch mehr kaputt machen. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Du träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Hi. Eine gute Idee.
Mission beendet. Erinnerung 4. Oh. Ein Jagdschiff plündern und 50 Säcke Zucker plündern. Haben wir. 100%. Das sind grüne Säcke. So. Nein! Ich dachte, wir schaffen es nicht wieder. So, da haben wir doch mal wieder fleißig was getan, Leute. Ja, dafür, ich hole mir jetzt hier den Adler. Ich bin nie zufrieden, wenn ich auf einer Insel war und wenn ich den Adler holen konnte. Hallo, meine Schöne. Ich bin immer wieder da. Oh Mann, ich hasse das manchmal. Na? Schaffen wir's? Ja, wir schaffen. Er ist gerade nicht um die Ecke, wie ich es wollte. So, einmal hier hoch. Dann wieder hier hoch. Dann wieder hier hoch. Dann synchronisieren wir das Ganze. Da steht sie, unser hübsches Schiffchen. Ah, ich bin so stolz drauf. Ja. Dann haben wir auch noch ein bisschen einiges zu finden. Zum Beispiel hier haben wir eine Kiste. Die ganze Insel ist voll mit Kisten. Und hier haben wir zum Beispiel eine Taverne. Die ist gesperrt. So. Hat einen Grund. Und zwar müssen wir uns hier erstmal prügeln. Sie haben dieses Ereignis entdeckt. Übrige Zeit. 31 Minuten. Was ist das denn? Jetzt bin ich überfragt. Was ist das für eine. Was ist das für ein Ereignis? Das ist mir neu. Hab ich noch nie gesehen, dass das Ding auch eine Ablaufzeit hat. Aha, interessant. Wüsste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und hier haben wir halt noch eine Nebensache, so kleine Datenbank-Eintrag sammeln. Ist ja jetzt nicht so relevant. Hier haben wir auch wieder Assassinen. Und hier seht ihr, ist er angezeigt, der örtliche Offizier. Die gibt es halt auf mehreren Inseln, nicht nur auf der hier, sondern auch noch mehr. Und werden da halt auch alle angezeigt. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, es haben sich auch die Leute angeschaut, die sich das Spiel halt auch gewünscht haben. Ja, und dann würde ich sagen. Nächstes Mal machen wir dann an der Stelle weiter und dann wird eine Plantage ausgeraubt. Dann machen wir genau an der Stelle hier weiter und segeln dann hier rüber. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Black Flag und dann machen wir genau an dieser Stelle hier weiter.